Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Kennt ihr das auch? Da wollt ihr in den Urlaub fahren und dann passt eure Spielplatte nicht mehr im Koffer? Da haben wir was für euch. Heute zeigen wir euch, wie man relativ kostengünstig und mit einfachsten Mitteln eine transportable Spielmatte bauen kann. Für das heutige Atelier benötigen wir neben den üblichen Werkzeugen Holzleim, Malervlies, diverse Farben, verschiedene Sorten an Grasstreu und Sand. Im ersten Schritt nehme ich mir mein Malervlies. Das gibt es in verschiedenen Größen. Standard in den Baumärkten sind ungefähr 1 Meter Breite und dann geht es als Meterware bis hin zu 50 Meter Länge auf einer Rolle. Wer also ein Spielfeld möchte mit 48 x 48 Zoll, dem empfehlen wir einen Blick ins Internet. Dort kann man auch größeres Vlies bestellen. Das Spielfeld, was ich jetzt hier baue, das soll für das Saga-Szenario Schlacht um die Furt werden. Einen Fluss kann man nicht so ohne weiteren größeren Aufwand bauen, insofern haben wir uns für diesen Weg entschieden, ihn einfach auf das Feld zu malen. Die Abmessungen dafür sind 48 x 36 Zoll, breit ist das Vlies ungefähr 39,5 Zoll, in der Länge markiere ich es mir bei 52 Zoll und schneide es dann zurecht. Den Überstand nehme ich bewusst, damit ich auch nicht bis zum Rand und so auf meinen Fußboden male. Später können wir das Feld dann genauer zurechtschneiden. Dann nehme ich mir etwas Abtönfarbe und markiere, wo in etwa der Fluss später langfließen soll. Auf jeden Fall über die Längsseite des Spielfeldes und für das Szenario soll er 10 bis 15 cm breit sein. Da die Brücken, die Michael gebaut hat, 12 cm im Lichten überbrücken, übernehmen wir das auch für das Spielfeld. Jetzt geht es an die Bemalung. Dafür habe ich hier blaue Farbe für den Fluss und grüne und braune Farbe für das Gelände genommen, was ich erst einmal großzügig über das Feld verteile. Vorher habe ich mir bei Google ein paar Bilder angeschaut, wie zum Beispiel Farbverläufe in Flüssen so aussehen. In der Mitte im tiefen Wasser ist es immer etwas dunkler, sodass ich dort immer einen Schuss dunkle Farbe mit hinzugebe. Ich habe hier noch so ein Schwarz. Außerdem kommt in jeden Farbklecks auch noch ein Tropfen Leim. Beim Bemalen achtet darauf, dass ihr das Vlies auch gleich ein wenig mit aufraut. Das geht ganz einfach mit dem Pinsel, wenn ihr da ein bisschen grob über das Vlies rübergeht. Wenn ihr nicht allzu sehr mit der Farbe übertreibt, dann braucht ihr beim Malervlies auch keine Angst zu haben, dass danach der Boden schmutzig ist. Das ist nämlich hier unten mit so einer Art Folie beschichtet, die die Farbe nicht durchlässt. Ist die Farbe soweit getrocknet, was je nach Menge durchaus einen Tag dauern kann, werden wir trockenbürsten. Dafür nehmen wir uns etwas hellere Farben als die bisher genutzten. Extra dafür kaufen ist allerdings nicht nötig. Ich füge einfach ein paar Tropfen Weiß hinzu. Im letzten Bastelabschnitt nehmen wir uns verdünnten Leim, Grasstreu und Sand. Den Leim tragen wir großzügig überall dort auf, wo wir später Streu aufkleben wollen. Für das Grasstreu entsprechend auf die grünen Flächen. Sand gehört zum Beispiel an das Flussufer. Oder wer möchte, kann sich natürlich auch ein paar Wege bauen. Wenn wir das Streu und den Sand soweit verteilt haben, drücken wir das alles noch einmal richtig in die Spielmatte rein. Dafür nehme ich die Hände. Danach lassen wir das Ganze 24 Stunden lang trocknen. Wenn der ganze Leim mit dem Streu und dem Sand dann gut durchgetrocknet ist, markieren wir uns auf der unteren Seite der Matte die Spielfeldgröße, in diesem Fall also 48 x 36 Zoll. Dann nehmen wir wieder die Schere zur Hand und schneiden den Rand einfach ab. Und somit wäre die Matte spielbereit. So, das war's leider schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wie macht ihr das im Urlaub? Wie stellt ihr eure Spielfelder dar? Sagt uns das, zeigt uns das, schreibt uns das unten in die Kommentare. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.